So ein herrliches, schönes Jungtier wird man ja doch lieber sehen, aufwachsen in der Natur, weder dass es durch einen grauenvollen Mähtod umkommt. Wenn man es mal erlebt hat, dass man ein Rehkitz vermäht hat, dann ist das etwas, was man unbedingt vermeiden will. Letztes Jahr hatten wir rund 90 Helfer und wir hatten über 1600 Stunden Einsatz und über 40 Kitze haben wir so retten. Wenn man die Dankbarkeit von diesen Bauern sieht, ist das etwas Schönes. Das ist unser Low. Und es langt uns auch. Jedes Jahr von Anfang Mai bis Ende Juni bekommen die Rehe ihren Nachwuchs. Meistens sind es Zwillinge, manchmal sogar Drillinge. In den ersten Lebenstagen schaffen es die Rehkitze noch nicht, der Mutter zu folgen. Darum lässt die Rehgeiß ihren Nachwuchs an einem sicheren Versteck zurück. Dafür wählen Rehe gerne das hohe Gras der Frühsommerwiesen. Hier ist es für die Fressfeinde sehr schwierig, die wehrlosen Rehkitze zu finden. Sie vertrauen darauf, dass die Gefahren ahnungslos vorbeiziehen. Die Rehgeiß ist meistens ganz in der Nähe. Von Zeit zu Zeit schaut sie vorbei, um den Nachwuchs zu säugen. Diese Überlebensstrategie für die ersten Wochen in einem Rehleben wird zur Todesfalle, sobald die Mähmaschine kommt. Der erste Schnitt fällt gerade mit dem Lecken der Rehkitze zusammen. Und wenn man das ja weiss, dann darf man gerne ein bisschen Aufwand auf sich nehmen, um das zu vermeiden. Der Hauptgrund ist schon, möglichst zu vermeiden, dass man dem Tier keinen Schaden zufügt, dass es unnötig leiden muss oder dass es leiden muss. Und selbstverständlich sind die Rückstände von vermeidenden Rehkitz im Futter auch nicht gut. Das Futter ist minderwertig und kann man nicht mehr brauchen. Bis anhin haben wir eigentlich zwei Massnahmen umgesetzt. Zum einen verblenden. Da haben wir weisse Leintücher an Stecken im Blättsinn aufgehängt. Und was auch sehr gut funktioniert hat in der Vergangenheit, ist, wenn man am Vorabend, bevor man die ganze Parzelle gemäht hat, mit dem Motormäher schon mal rundherum gemäht hat. Mit dem Verblenden und Anmähen der Wiese wird der Lebensraum des Rehs verändert, sodass die Rehgeißen misstrauisch werden. Damit stehen die Chancen gut, dass sie ihre Rehkitze noch vor der todbringenden Maat abholen und in ein neues Versteck bringen. Mit einem Raschelsäck, wo wir ein bisschen besprühen und innen auch mit Raubbildspray, so dass Rehkitze blenden tut, dass es reflektieren tut. Wir haben selber genähte Verblendfahnen. Auch hier haben wir ein bisschen Raubbildspray drauf. Und wir haben hier selber gemachte Verblendfahnen aus alten Vorhängen, wo man nachher sehr weit herum sehen tut. Zwei Fahnen müssen so weit auseinandergestellt sein, dass der Reh mindestens zwei Fahnen sieht. Man kann sagen, eine Fahne ist keine Fahne. Filz ist wieder ein guter Träger für den Raubbildspray, den wir einsetzen können, so dass das Reh wahrnehmen tut, dass etwas nicht in der Ordnung ist, dass sie das allenfalls abgeleitete Kitz wieder holen und das rausbringt von dem Platz, wo der Bauer morgen mäht. Verblenden nützt nur dann etwas, wenn man auch unmittelbar
wenn man kurz vor der Dämmerung das macht, so ein Geiss die Möglichkeit hat, um das zu sehen, zu schmecken, dann ist es gut. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Geissen haben zum Teil so eine starke Angst vor diesen Fähnen, dass sie unmittelbar unter der Fahne nicht Ruhe holen. Darum ist es wichtig, dass wir als Jäger im Umkreis von rund 5 Metern absuchen und schauen, dass ja auch keine Skizze drin liegt. Ein Liegenest. Eine weitere Methode, um den Rehkitzen im hohen Gras das Leben zu retten, ist das Absuchen der Wiesen. Dabei suchen möglichst viele Helfer unmittelbar vor der Maat die Wiese ab. Noch vor dem Absuchen wird hier der Lockruf eines Rehkitzes imitiert, welches nach der Mutter ruft. Falls sie das Rufen wahrnimmt, ist gut möglich, dass sie herbeieilt, um nach dem Rechten zu schauen. Taucht die Rehgeiß tatsächlich auf, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in der Wiese Rehkitze versteckt sind. Das Absuchen findet auf jeden Fall statt. Auch wenn die Rehgeiß sich nicht anlocken lässt, können sich Rehkitze im hohen Gras befinden. Die Wiese wird mit einer Menschenkette systematisch abgesucht, sodass sicher nichts vergessen geht. Der Abstand zwischen den Suchenden darf nicht zu groß sein. Sonst besteht die Gefahr, dass die Sucher unbemerkt an einem Rehkitz vorbeilaufen. Kreis gefunden! Die Massnahmen haben eigentlich in der Vergangenheit sehr gut funktioniert. Man ist sich aber nie hundertprozentig sicher gewesen, sind sie wirklich draussen oder nicht. Und dadurch sind wir sehr, sehr froh, gibt es jetzt den Service mit den Drohnen. Ich glaube, jetzt, wenn die Drohne durchgeflogen ist, dann kann man eigentlich wirklich mit ruhigem Gewissen den Meier starten und anfangen meien. Mit der Drohne fliegen wir die Felder mit der Hilfe der Wärmebildtechnik abfliegen. Also wir überfliegen das Feld systematisch. Möglichst früh am Morgen, wo die Temperaturunterschiede noch gross sind. Und dann sehen wir die warmen Punkte der Rehkitze auf einem Bildschirm. Es ist herausfordernd am Anfang, wenn man das erste Mal so ein Gerät in der Hand hat. Wenn man aber technisch interessiert ist, kann das fast jeden umsetzen. Meine Aufgabe ist, die Felder einerseits zu analysieren, wie ist die Gegebenheit, wo fliegen wir. Mit den Bauern absprechen, welchen Platz dass er dann, oder welches Feld dass er dort meien. Und nachher das programmieren auf dem System oben. Das ist eine Applikation, wo man das alles programmieren kann. Und nachher geht es darum, die Drohne zu koordinieren, sprich zu starten, zu bremsen, im richtigen Moment wieder zurückholen, um den Akku zu wechseln. Und wenn man etwas lokalisiert hat, die Helfer einzuweisen, damit die wissen, wo sie schauen müssen, ob wirklich ein Rehkitz dort ist. Wir können zur Sicherheit noch schnell abfliegen. Ja, jetzt! Ja. Ganz nicht unter die Drohne! Gehe ich richtig? Noch ein bisschen. Nur zwei Schritte und jetzt soll ich dabei zu sein. Ja, da ist einer. Matthias, kannst du runterkommen mit der Kiste? Tipptopp, haben wir schon den ersten Gitzel. Haben wir nicht. Wir das Reilly abtragen, mit Sicherheit bringen. Die Rehkitzrettung mit Hilfe von Drohnen ist nur dann effizient, wenn der Landwirt unmittelbar nach der Rehkitzsuche die Wiese auch mäht. Der schlimmste Fall ist, wenn der Bauer allenfalls nicht mähen kann, wenn wir nachher das Rehkitzchen abgetragen haben und wenn das Gitzchen nachher wieder reingeht. So braucht es Kommunikation. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man redet miteinander, so dass auch die Rehkitzrettung zu einem Erlebnis wird für den Bauer, aber auch für letzten Endes für den Jäger und für alle Helfer. Dann kommt der Geiss zurück und kommt das Kitz wieder holen und bringt es an einen sicheren Ort. Das Rehwild kommt in der ganzen Schweiz vor. Aber
sind immer ganz andere Bedingungen. Wir haben jetzt auch relativ späte Mähzeitpunkte. Die Rehe sind schon viel mobiler unterwegs, die Rehkitz. Die können also auch selber den Standort ohne Probleme wechseln, ohne dass sie auch von der Geiss geholt werden. Das ist vielleicht jetzt im Mittelland nur früher Mai, eben schon im Mai, ist das ein bisschen anders. Dort liegen die Rehe und bewegen sich noch viel, viel weniger als die wir jetzt im Juni haben. Auch die Umsetzung der Rehkitzrettung mit Hilfe von Drohnen muss sich den regionalen Gegebenheiten anpassen. Die Flugroute ist in diesem stark strukturierten Gelände nicht in einer Applikation programmierbar. Der Pilot kann nicht auf den Autopilot vertrauen, sondern fliegt freihändig die Flächen ab. Eine Person läuft die ganze Wiese ab und trägt zur Orientierung einen zusätzlichen Bildschirm mit sich. Die suchende Person sieht hinter jede Hecke und bestimmt die Flugroute. Dank dem mobilen Bildschirm kann sie zudem sicherstellen, dass sie sich im Blickfeld der Wärmebildkamera befindet. Wir haben jeweils Drehertrupps pro Drohne, das heisst ein Pilot und zwei Helfer. Der Pilot fliegt. Der eine Helfer ist nebenzu, tut einen Pilot unterstützen mit Sicht auf der Kamera und die dritte Person läuft die Wiesen ab. Die Rehkitzrettung mit der modernsten Technik ist etwas für Frühaufsteher. Gesucht wird von morgen um 5 Uhr bis etwa um 9 Uhr, je nach Lichtverhältnis und Temperatur. Und es wird keine Wiese abgesucht, ohne dass sie im Nachhinein auch gemäht wird. Das heisst, der Bauer muss anwesend sein oder kommt dazu, damit man das auch mähen kann. Wenn jetzt der die Wiesen absucht, etwas entdeckt oder etwas sieht, oder je nachdem auch der andere Helfer, dann wird das so koordiniert, dass der das den Punkt anvisieren tut und dort schaut, was ist es. Sollte es Rehkitze sein, geht der zweite Helfer mit der Kiste ab und man versucht, das Kitze zu fangen. Wenn man das gefangen hat, kann der andere bereits weitersuchen. Der erste Helfer nimmt das Kitze, tut das irgendwo unter einem Baum im Schatten, sodass er nicht in der prallen Sonne bleibt. Und dann kann der Bauer dann gleich einmal anfangen zu mähen, sodass, wenn die Wiese gemäht ist, kann man dann auch das Kitze wieder loslassen. Um die Rehkitze erfolgreich vor dem Mähtod zu retten, sind Organisation und Koordination von großer Bedeutung. Sobald die Rehkitzrettungssaison anfangen tut, muss die ganze Organisation mit den jeweiligen Betroffenen stehen. Das heisst, die Jäger müssen koordinieren das Ganze zusammen mit den Helfern, mit den Piloten und mit den Landwirten. Wir steuern das auch über einen Pickendienst, eine Art steuern, damit wir wissen, von Mai bis Mitte, Ende Juni, welcher Pilot an welchem Tag Picke hat. Und dann wird damit gerechnet, dass er dann auch auf der Matte steht, wenn es einen Einsatz zu fliegen gibt. Es gibt eine riesen Aufgabe im Hintergrund, um das zu koordinieren, dass man eine Zentrale hat, dass man irgendwo anrufen tut, dass eine Person verantwortlich ist für das Ganze. Weil man muss dann den nächsten Tag den Einsatz planen, dass jeder weiß, wenn er verantwortlich ist. Der bekommt das Telefon von uns, von dieser Zentrale mit dieser Nummer. Und auf dieser Nummer können alle Bauern aus dem Gebiet, wo gemäht wird, dort anrufen. Es ist ein Aufwand, auch für die Helfer. Und das wird alles in Fronarbeit gemacht. In vielen Regionen der Schweiz fehlt das nötige Personal, damit sich die Rettung aus der Luft durchsetzen kann. Ausreichend Drohnenpiloten und Helfer zu finden, ist eine Herausforderung. Wie im Unterengadin und in der Region Einsiedeln braucht es dazu Engagement. Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Kommunikation, damit möglichst viele potenzielle Helfer erreicht werden. Denn schlussendlich retten nicht die Drohnen die Rehkitze, sondern die vielen freiwilligen Helfer. Die Methode findet sehr guten Anklang, einerseits in der Jägerschaft, bei den Landwirten und auch in der grossen Bevölkerung. Für Leute, die gerne Tiere haben, ist das wirklich eine mega schöne Arbeit. Es ist mega schön zu machen. Und es ist auch mega schön, dass wirklich jeder helfen kann. Also wenn man das kommuniziert in der Bevölkerung, man hat Helfer, die man findet. Naturinteressierte Tierfreunde, Jäger, Landwirte, Frauen von Landwirten, wo da tatkräftig in frühen Morgenstunden parat stehen und mit sehr grossem Elan unterstützen können.
Die modernste Methode der Rehkitzrettung ist anspruchsvoll und will gelernt sein. Um sich das nötige Grundwissen anzueignen, gibt es verschiedene Ausbildungsangebote. Mittlerweile sind wir so organisiert, dass wir eigentlich wie Schulungstage anbieten, wo wir die Leute, die interessiert sind, auf unseren Geräten schulen, ihnen erklären, wie sind wir von Grund aus aufgegangen, wie haben wir es finanziert, das ist immer ein grosser Punkt. Und anschliessend natürlich die Ausbildung auf dem Gerät. Das machen wir in so Workshops, wo man neben der Handhabung des Geräts auch die gesetzlichen Aspekte noch hinterfragen muss. Es gibt viele Gesetze, die man einhalten in der Fliegerei. Solche Weiterbildungsangebote sind gute Gelegenheiten, um vieles über das Rehwild und auch über die konventionellen Methoden der Rehkitzrettung zu erfahren. Das vermittelte Wissen ist vor allem auch für betroffene Landwirte empfehlenswert, die nicht beabsichtigen, sich eine Drohne anzuschaffen. Als Landwirt erfährt man zum Beispiel, dass es sich lohnt, die Wiesen von innen nach außen zu mähen. Dies gibt Rehkitzen, die schon mobil sind, eine letzte Fluchtmöglichkeit. Aber auch anderen Tieren wie Füchsen und Feldhasen. Für die Rettung aus der Luft spricht vor allem die hohe Erfolgsquote. Doch auch die große Flexibilität ist ein Vorteil dieser Methode. Man kann relativ kurzfristig, also uns kann ein Landwirt am Abend vorher bis spät in die Nacht durchgeben, dass er am nächsten Morgen das Gras schneiden will. Und wir können ausrücken und können am Morgen wirklich zeitnah vor seinem Schnitt können wir das Feld abfliegen. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und so gibt es auch hier einige Nachteile zu beachten. Nachteile sind einerseits die Temperatur, das ist ein Problem. Man muss wirklich wir haben nur kurze Zeit zum Fliegen, jeweils am Morgen. Also wir müssen sehr, sehr früh fliegen am Morgen, weil sobald die Sonne stark reinscheint und der Boden erwärmt, sehen wir den Kontrast nicht mehr zwischen dem Tier und dem Boden. Und dann nützt alles Fliegen nichts, wenn wir das Tier nicht lokalisieren können. Weil viele Landwirte natürlich bei guten Wetterperioden am gleichen Tag abschneiden wollen, können wir bei weitem nicht alles abdecken, was wir gerne würden. Es gibt auch einige Orte, wo mit der Drohne nicht geflogen werden können, aus Gründen der Sicherheit oder der Gesetzgebung. Technische Probleme kann es geben. Wir sind auch schon am Morgen da gestanden und das System ist nicht gelaufen. Das ist relativ eine kostspielige Sache, damit man die ganze Gerätschaft mal anschafft. Und nachher ist natürlich der Unterhalt immer ein Thema. Man muss gewisse Sachen ersetzen, Akkus und so weiter. Nebenbei ist es sicher von Vorteil, wenn man das Gerät versichert, weil man hat doch relativ viel Geld, das man fliegt. Die Methode mit den Drohnen, die ist sehr gut ergänzend, aber die soll nicht die bestehenden Massnahmen ersetzen. Das Verblenden, das macht man seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich und das soll man auch so weiterführen. Nach wie vor ist es wichtig, dass die Suche nach wirksamen Alternativen für die Rehkitzrettung weitergeht. Vielversprechend sind die technischen Hilfsmittel, die auf Akustik setzen. Wenn es ein kurzes Zeitfenster ist und die Drohne wäre jetzt mal nicht verfügbar, dann sind wir selbstverständlich stark daran interessiert, auch andere Massnahmen umzusetzen. Die Thematik ist in der Vergangenheit sehr, sehr aufgekommen. Es sind mehrere auch technische Lösungen verfügbar. Wir haben jetzt gerade ein Gerät getestet, das mit einem Signal versucht, die Kitze zu verscheuchen. Mit dem Warnsignal wird beabsichtigt, Rehkitze zu warnen, die schon mobil sind, sodass sie sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Für den Einsatz in der konventionellen Verblendung sind technische Geräte auf dem Markt, die mit Alarmtönen und Lichtsignalen arbeiten. Wir haben den Wildretter. Der Wildretter fängt über einen Lichtsensor gesteuert an zu laufen, innerhalb von der Dämmerung anfangen tut. Diese Geräte sind kostengünstig. Das ist ein großer Vorteil. Funktioniert! Wie bei der konventionellen Verblendungsmethode ist auch bei diesen Geräten wichtig, dass sie zeitnah am Vorabend der Maat in den Wiesen installiert werden. Das Problem war immer, dass die sich halt nach kurzer Zeit da gewöhnt hat. Und um das eben zu verhindern, sagen wir in der Sprache vom Reh am Reh sagen, da ist etwas nicht gut in dieser Wiese. Es ist gefährlich. Also wir haben Warnrufe. Wir haben Alarmlaut. Was man mit dem Gerät machen möchte, ist eine Umgebung von Unsicherheit kreieren. Damit sich das Reh nicht wohlfühlt in dieser Wiese. Weil halt Alarmrufe kommen, weil Warnrufe kommen. Es ist etwas faul in dieser Umgebung. Und dem ist eigentlich das Ziel, dass ein Rehgeiss gar nicht erst das Kitz hier reinsetzt. Oder wenn sie das Kitz
schon in die Wiese gesetzt hat, dass sie es holt und an einen anderen Ort hinbringt. Jetzt kontrolliere ich die Lautstärke kontrollieren. Für da lange Zeit, wenn man halbe Lautstärke einstellt. Jetzt haben wir eine Menschenstimme und dann ein Reh, das klagt. Was wir machen, bringt nicht nur einen einzelnen Ton, sondern eine Kombination von Tönen. Also zum Beispiel jemand, der über trockenes Laub läuft. Und dann ein Warnruf vom Reh. Also eigentlich ein ganzes Geschichtchen. In einem Fall konnte Stefan Suter dokumentieren, dass die Rehgeiß auf die akustisch vermittelte Gefahr wie gewünscht reagiert hat. Einen wissenschaftlichen Test haben wir jetzt eigentlich erst einen wirklich gemacht, wo wir das begleitet haben und sind vorher mit der Drohne drüber geflogen, um zu schauen, wo das Rehkitz ist. Wir haben dann den Schreck in die Wiese aufgestellt und sind nach 3 Tagen dann wieder drüber geflogen, um zu schauen, ja, ist das Rehkitz immer noch drin oder hat es sich verschoben. Und wir haben dort gesehen, dass es sich etwa 200 Meter dann wirklich in eine andere Wiese verschoben hat. Die Wärmebildtechnologie eignet sich, um die Wirksamkeit der unterschiedlichen Rehkitz-Rettungsmethoden zu untersuchen. Doch auch die direkte Rehkitz-Rettung mit Hilfe von Drohnen verbessert die Möglichkeiten für die Forschung. Seit mit Drohnen aktiv Kitz gesucht werden und mit einem sehr hohen Prozentsatz auch gefunden werden, werden natürlich auch mehr Kitz markiert und uns gemeldet. Man ist seit 50 Jahren ist man daran, Rehkitz zu markieren in der Schweiz. Unterdessen hat man etwa 20'000 Kitz in der ganzen Schweiz über alle Höhenstufen und in verschiedensten Kantonen markiert. Und etwa 20% von diesen Tieren werden später, in einem höheren Alter, werden sie wieder gefunden und zurückgemeldet. Durch die Markierungen weiss man unterdessen sehr genau, zum Beispiel über den Setzzeitpunkt und das zwar in unterschiedlichsten Höhengebieten, unterschiedlichsten Kantonen. Man weiss, wann die Kitze auf die Welt gekommen sind. Man weiss zum Beispiel auch, wie weit das die Rehe bewandern. Also das Reh ist ja sehr eine standorttreue Art. Die meisten Tiere werden etwa 1,5 Kilometer vom Setzort wieder gefunden. Es gibt aber natürlich auch beim Reh Ausnahmen. Der Rekordträger, das ist ein Tier, das über 100 Kilometer Luftlinie gewandert ist in seinem Leben und in einem ganz anderen Kanton wieder gefunden worden ist. Indem dass die tot aufgefundenen Rehe oder erleiteten Rehe zurückgemeldet werden, sieht man natürlich auch, wie alt ist das Tier geworden, an was ist es gestorben, wie schwer ist es gewesen. Und die Todesursachen sind natürlich wichtige Indikatoren, um die Tierart zu managen. Also ist es gejagt worden, ist es überfahren worden, ist es vermäht worden, an einer natürlichen Todesursache gestorben. Über die ganzen Jahre und mit statistischen Modellen kann man natürlich jetzt ausrechnen, wie ist die Verteilung etwa auf die verschiedenen Todesursachen. Und da gibt es ein bisschen Unterschied. Bei den Böcken ist es etwa die Hälfte ist durch die Jagd und die anderen etwa ein Viertel durch Verkehr und natürliche Todesursachen. Und bei den Geissen, die weniger stark bejagt werden, ist es etwa je ein Drittel. Dank der Rehkitz-Markierung wissen wir heute auch, dass die Mähmaschine als Todesursache von Rehkitzen weit über den offiziellen Zahlen liegen muss. In der Jagdstatistik sieht man ja nur immer, wie viele Rehkitz das retour gemeldet werden, wenn sie überfahren oder vermäht werden. Und das sind ja etwa 1'500 in der Schweiz. Durch die Markierung sieht man aber, dass die Dunkelziffer viel grösser muss sein und doch etwa 15% von allen Kitz durchaus vermäht werden. Die Daten sind natürlich sehr interessant für die Wissenschaft und helfen auch den Jagdverwaltungen und den Jägern, die Tierart gut managen zu können. Und schlussendlich hilft dieses Projekt natürlich auch dem Reh selber. Weil umso besser, dass man eine Tierart kennt, umso besser kann man auch dieser Tierart schauen. Sei das eben durch die Rehkitzrettung, sei das durch Ruhegebiete, wo man ausscheiden kann, oder auch gegen das Fallwild auf der Strasse, dass man dort mit Wildwarnanlagen an genau den richtigen Ort agieren kann.